herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Und diesmal habe ich die besten Bäckereien in Berlin für euch getestet. Und zwar best daran definiert, dass sie ohne Zusatzstoffe backen, eben noch handwerklich hergestellt werden, oft auch biologisch, bio, vegan. Ja, das waren so meine Ansatzpunkte, so ein bisschen auch ein paar glutenfreie Bäckereien dabei. Also wirklich, ja, halt noch richtiges Handwerk und nicht so krasse Ketten, sondern wo vor Ort noch produziert wird. Und ja, da habe ich euch ein paar Locations gezeigt, die auch einfach an sich super schön zum Sitzen sind oder eben auch zum was mitnehmen. Und ja, viel Spaß dabei. Ich hoffe, euch gefallen die Locations und berichtet mir auf jeden Fall, wenn ihr dann mal da seid oder was euch geschmeckt hat. Ich sage euch auch, ich zeige immer so, was ich mir da geholt habe und was ich am besten fand, obwohl eigentlich, es war einfach durchweg alles mega gut. Und wenn ihr euch manchmal wundert, manchmal sind so ein bisschen leere Regale etc., aber das ist für mich ja auch wieder ein Qualitätszeichen, weil ich oft auch nachmittags gekommen bin und dann eben nicht mehr alles da war, was halt eben ganz natürlich ist. Und von daher jetzt viel Spaß damit. Und jetzt sind wir hier im Bäumer und Lutum. Das ist in Kreuzberg die Filiale, aber die haben noch ganz, ganz viele verschiedene Filialen in Berlin. Und das zeichnet sie besonders aus. Es ist eine reine Bio-Bäckerei. Und oh mein Gott, die haben so eine unfassbar große Auswahl. Da kann man sich echt kaum entscheiden, wirklich alles, was man sonst aus der normalen Bäckerei in Anführungsstrichen kennt. Aber dafür ist aber eben alles selbst produziert und ja, es sind auch viele vegane Varianten mit dabei, aber man kann dort auch vor Ort noch so kleine Küchlein kaufen. Okay, und das ist jetzt meine Ausbeute und ich habe jetzt gerade schon mal alles probiert und ich kann nicht, also mega lecker. Vor allem auch Laugenbrötchen. Haben komplett überzeugt, finde ich im Bio manchmal echt schwierig, weil die trocken sind, aber total saftig. Zimtschnecke, also Franzbrötchen, unfassbar lecker. Rosinenbrötchen, auch top. Und diese Kuchen, ich kann mich nicht entscheiden, die schmecken alle unglaublich lecker. Also. Dann keine spezielle Bäckerei, aber ein Konditormeister. Unglaublich leckerer Kuchen. Ein pflanzlicher Konditormeister, Jan Ketel, der stellt hier auf dem Biomarkt in Prenzlauer Berg den kann ich euch nur von Herzen empfehlen. Und er hat so leckere Kuchen, die dann ja eben rein pflanzlich sind. Und Torten, also ganz, ganz riesige Auswahl von Zitronenbaiser, aber auch mit Nussecken etc. und Snickers. Torte, also wirklich super ausgefallene Dinge auch mal und ja, die gibt es dort eben, die sind auch in Bio-Qualität und ja, sehr zu empfehlen. Okay, und das ist diese geniale Kuchenausbeute, die ich jetzt mal probiert habe. Unfassbar lecker, vor allem weil es ja ein paar so Buchweizen-Sachen sind. So lecker und diese Snickers, das ist richtig, richtig geil. Also, was ihr probieren müsst, weil es halt mega ausgefallen ist, ist halt diese Snickers. Oder aber auch hier diese Vanille und der Cheesecake ist auch einfach unglaublich. Das schmeckt man halt echt nicht raus, dass der vegan ist. Dann ein weiterer Tipp im Prenzlauer Berg, die Brotstätte. Das hat auch erstmal ein super cooles futuristisches Design von außen und auch innen ist mega schön. Und dort gibt es richtig deftiges, gutes Brot. Man kann dort sich aber auch noch also einen Kaffee holen oder aber auch ein paar süße Teilchen. Genau, es ist eben alles selber auch produziert. Die Produktion ist direkt nebenan, also super transparent und schön zu sehen, die Backstube. Und dann noch süße Teilchen, vor allem auch so ein bisschen französisch angehaucht, aber auch so Mini-Roggenbrot. Madeleines, dann sind die sehr, sehr bekannt für ihre leckeren Croissants, da noch Brioche, also eine sehr, sehr leckere Auswahl. So, und hier die Auswahl vom Feinsten. Also mein Favorit ist dieses kleine Roggenbrot, oh mein Gott, das ist so genial. Aber auch die Madeleines sind so unfassbar gut, Brownie auch top, also okay, ich finde alles, also ehrlich, alles super lecker einfach. Diese Himbeerschnitte, so geil gefüllt und Croissant gefüllt und die Brioche ist auch mega, also total saftig innen drin. Und ja, ich habe noch ein Brot bestellt. Die klingen auch richtig gut mit geröstetem Gemüse und Hummus. Und noch eine wirkliche Herzensempfehlung, weil es noch eine kleine Familienbäckerei ist und da wirklich noch die Gründer sozusagen in der Backstube stehen. Auch hier wird wieder komplett ohne Zusatzstoffe etc. gebacken und der Wert wird wieder sehr stark auf Handwerk wirklich gelegt und das hat man auch sehr, sehr rausgeschmeckt. Die Auswahl ist einfach wieder fantastisch, da bleiben wirklich gar keine Wünsche offen, von Kuchen bis leckerem Brot, da ist wirklich alles mit dabei. Und es waren echt so leckere Teilchen hier.
Also mein Favorit ist fast diese Pistazienkugel. Dann dieser Thaler ist auch unglaublich lecker oder auch mal so eine ganz andere Nussecke. Und diese Kuchen finde ich auch mega gut. Die sind haben nur einen ganz leichten Mürbeteigboden und dann eben Früchte. Dann auch sehr zu empfehlen, oh mein Gott, beide Sorten mit Rhabarber, Baiser ist richtig geil und Streuselkuchen. Und dann habe ich hier noch so ein paar Brötchen. Ist auch sehr, sehr lecker. Also hat den Test total bestanden und das Brot total deftig. Und ja, merkt man halt einfach dieses Handwerk daraus. Die Jute-Bäckerei ist auch wieder eine Empfehlung für alle Veganer und sogar glutenfrei ist dort alles. Also vegan und glutenfrei, das ist schon ziemlich gut. Manche Sachen sind mit Honig gesüßt, aber das steht dann auch explizit dran. Und dort gab es auch so voll die ausgefallenen kleinen Teilchen, aber natürlich auch Standardkuchen, den man so kennt, super lecker und auch ganz, ganz viele Brote, Brötchen. Oh mein Gott, ich glaube, ihr könnt schon sehen, wie lecker es ist. Man schmeckt halt total raus, dass es nicht mit normalem Mehl gebacken ist. Und das ist so genial, weil es mal ganz, ganz anders alles schmeckt. Es schmeckt alles unglaublich gut. Also ich kann mich nicht entscheiden, was hier mein Favorit ist. Das Muffin, also das Küchlein ist richtig geil, aber auch der. Und schmeckt halt richtig derb, wie das verschiedene Mehle sind. Also auch mit Buchweizenmehl und auch dieser Müsli-Riegel und der Cookie. Also einfach genial. Zeit für Brot ist auch so etwas, was es ganz, ganz oft in Berlin gibt. Und dort sitzt es vor allem geniale Zimtschnecken. Also wirklich die Zimtschnecken dort in verschiedensten Sorten, das sind einfach so bekannt. Und auch sonst die Teilchen sind mega lecker und auch natürlich wieder ganz, ganz lecker Brot. Und dort ist eben auch alles biologisch und handgemacht. Da sieht man auch schon immer die Produktion mit dabei. Ja, und ich habe natürlich hier auch eine Zimtschnecke geholt. Leider gab es jetzt Zimtschnecken mit Schoko nicht mehr, die sind nämlich noch geiler. Und dazu mache ich einen Kaffee. Und deswegen sitze ich jetzt mal hier. Ist wie in jedem meiner Videos, ich sage, super schöne Gegend hier. Ein ganz besonderer Geheimtipp, wo ich selbst noch nie war, ist Endorfina. Wie schön ist das bitte? Das ist im Hinterhof von Kreuzberg und da kann man, wie gesagt, draußen wunderschön sitzen. Die haben aber auch online, dass man vorbestellen kann. Und ja, die Auswahl an den Gebäck und Teilchen ist einfach riesig und auch biologisch. Dann ganz viele vegane Alternativen und boah, da konnte man sich echt so schwer entscheiden. Okay, und mit Abstand auch fast die geilsten Sachen. Also dieser Scone, den kenne ich schon, so lecker. Dann Haselnusskuchen, der ist auch ein Träumchen. Bananenbrot, also wirklich, es ist alles wieder mal so unfassbar gut. Also kann ich alles unglaublich dolle von Herzen empfehlen. Zu guter Letzt, es ist keine richtige Bäckerei, aber dort wird auch handwerklich lecker Food hergestellt. Und zwar vor allem Cupcakes und Cake Pops. Also man kann auch einmal wieder wunderschön drinnen sitzen, aber auch draußen. Das ist jetzt hier direkt in Mitte. Und es werden dort sogar Backkurse angeboten. Ja, direkt da in der Filiale und dahinter ist auch die Produktion. Und ja, hier seht ihr die Auswahl. Die haben so unglaublich viele Sorten, wechseln auch immer durch und auch vegane Sorten natürlich mit dabei. Und da kann man sich so verschiedene zusammenstellen. Wirklich, man kann auch die Zutaten natürlich alle einsehen. Und dann gibt es noch Cake Pops oder man kann sich aber auch Kuchen dort richtig vorbestellen. Und dann kann man so ein Set entweder sich mitnehmen oder ja, eben schon dort essen. Okay, habt ihr gesehen, was für eine geile Auswahl ich hier mitbekommen habe? Leider ist ein bisschen was schon weggeschmolzen. Das ist meine Schuld, weil es 34 Grad draußen sind. Aber ich habe die gerade mal alle probiert und oh mein Gott, ich habe noch nie so leckere Cupcakes gegessen. Die sind mega fluffig innen drin und die Toppings obendrauf, es ist einfach das Frosting. Es ist göttlich, wirklich. Also, das ist einfach der Ich hoffe, ihr Burner. hattet jetzt ein bisschen Food-Inspo und wisst, wo ihr das nächste Mal in Berlin unbedingt vorbeischauen müsst. Und ja, lasst auch gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich doch auch gerne für mehr Food-Videos und auch für mehr Food in Berlin. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen meine Food-Diaries gucken. Da gibt es jede Woche eins. Und nun habt einen ganz schönen Abend oder einen Tag noch.